Digital Hub Industry in Bremen. Hier wurde am 18. Juni 2024 mit Vertreterinnen von Bildungsträgern sowie Gästen aus Wirtschaft, Verwaltung und Politik das Fachforum ausgerichtet, Fachkräfteentwicklung als Impulsgeber für Innovation. Initiiert von der RKW-Servicestelle Digital am Arbeitsplatz in Kooperation mit der Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation. Also das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat hier gemeinsam mit uns als Senatorin für Wirtschaft, Häfen und Transformation die Idee geboren mit dem Projektträger RKW. Dieses Thema der betrieblichen Weiterbildung, Fachkräfte, wie können Unternehmen ihre bestehenden Fachkräfte weiterentwickeln, um ihre Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln. Und aus dieser Idee haben wir dann geboren, das muss man mit den Unternehmen gemeinsam machen, mit Weiterbildnern gemeinsam machen, mit der Universität weiterentwickeln und am praktischen Beispiel ausprobieren. Nach der weiteren Begrüßung durch das RKW und einem Impulsvortrag von Dr. Susanne Peters übernimmt Sandra Lachmann die Moderation und führt durch einen abwechslungsreichen Nachmittag, der im sogenannten World Café gute Beispiele aus der Praxis des Projektes veranschaulicht. Verschiedene Unternehmen berichten hier, wie sie von der Zusammenarbeit mit den Expertinnen und Experten des RKW und Partnern profitieren. Ja, in unserem Projekt hatten wir die Möglichkeit, mit KMU, also kleinen und mittelständischen Unternehmen, direkt in den Austausch zu kommen, uns über das Thema Weiterbildung auszutauschen und auch über diese ganzen Transformationsprozesse und die Veränderungen, mit denen wir in der Arbeitswelt aktuell zu tun haben. Und da ging es vordergründig darum, die Unternehmen darin zu unterstützen und zu beraten und aber auch Weiterbildungsformate, Workshop und dergleichen zu entwickeln, genau darauf hin, wo die Unternehmen einfach Bedarfe haben und wo es wichtig ist. Und darum geht es, offen zu sein, sich in einer ändernden Arbeitswelt inklusive Fachkräftemangel neu zu positionieren, um als Unternehmen auch für die Zukunft gemeinsam mit den Mitarbeitenden gut aufgestellt zu sein. Sie müssen selbst einen anderen Begriff von Weiterbildung entwickeln, der eben nicht nur die fachliche Seite abbildet, sondern auch diese eher weicheren Faktoren wie Teamfähigkeit, wie Kooperationsmöglichkeiten, weil das für Ihre betrieblichen Prozesse immer wichtiger werden wird, egal in welcher Branche. Das gilt für das Handwerk genauso wie für kaufmännische Bereiche. Um dann zu sagen, und wir orientieren uns jetzt an dem, was wir wirklich vor Ort brauchen, wohin wollen wir uns entwickeln. Wir machen das betrieblich, wir lassen die Leute bei uns, geben sie nicht für Tage, Wochen oder gar Monate an Weiterbildungseinrichtungen ab, haben sie dann nicht mehr am Arbeitsplatz. Wir wollen sie ja binden und wir wollen sie trainieren und entwickeln am Arbeitsplatz und mit ihnen gemeinsam auch lernen. Das ist, glaube ich, eine der ganz wichtigen Kerne. Um das noch konkreter und anfassbarer zu machen, hier ein Beispiel. Ein Format, was wir entwickelt haben, zum Beispiel ist unsere Reihe Transformationskompetenz in 5 Modulen. Da geht es gerade um diese Future Skills und diese Soft Skills, die aus unserer Sicht total wichtig sind, um in der transformativen Welt, in der veränderlichen Arbeitswelt gut voranzukommen. Da geht es um Kommunikation, es geht um Lernen, es geht um Entscheidungen in komplexen Zeiten. Branchenübergreifend haben wir das durchgeführt. KMU konnten voneinander und miteinander lernen. Nach dem aus der Projektpraxis berichtenden World Café ging die Veranstaltung über in eine Fishbowl-Diskussion, die den Raum bot, eine besondere Kommunikation und insbesondere den Dialog zu fördern. Insgesamt ein Nachmittag, der fachlich wie auch zwischenmenschlich viel Raum bot, um gut ins Gespräch zu kommen und gemeinsam teils schon neue Perspektiven auszuloten. Das Fazit der Veranstaltung sowie des Projekts und Ausblick fielen durchweg positiv aus. Passend dazu 2 Schlussworte und eine Botschaft an Unternehmen, die sich für die Zukunft gemeinsam mit ihren Mitarbeitenden noch besser aufstellen möchten. Also ich möchte eigentlich Unternehmen ermutigen, sich von sich aus ruhig auch mit offenen Fragestellungen an Weiterbildungsträger ihrer Wahl. Ich spreche dafür keinen besonderen. An Weiterbildungsträger, die zum Teil hochspezialisiert sind, zu wenden und zu sagen, was können wir gemeinsam machen? Und viele sind auch in beratenden, in Coaching-Situationen tätig, die können da auch helfen, weil das ist ja eine Lehre,
diese Form von Weiterbildung, die wir hier diskutiert haben, ist auch immer betriebliche Innovationstätigkeit. Also wohin entwickelt sich der Betrieb organisatorisch? Und das, glaube ich, wäre eine wichtige Botschaft. Wir haben Unternehmen, KMU zusammengebracht, wir haben auch andere Akteure zusammengebracht, wir sind in den Austausch gekommen. Es ging ganz stark darum, voneinander tatsächlich auch zu lernen und sich auszutauschen. Und das ist auch das, was unser Projekt verfolgt hat in den letzten 3 Jahren. KMU, Unternehmen zusammenzubringen, voneinander und miteinander zu lernen. Und das hat sich hier heute gezeigt und hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und ja, wunderbar war's. Dem schließen wir uns gerne an und bedanken uns bei allen Beteiligten für die großartige Zusammenarbeit.